Oh, Alter, warum mache ich so eine Kacke überhaupt? 10 Dinge, die Sie nicht tun sollten, wenn Sie FIFA-YouTuber sind. Yo Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde PES. Okay Leute, wir sind jetzt hier im Spiel. Ja, wie heißt der Spieler nochmal, ey? Keine Ahnung, aber egal. Wir drücken jetzt hier die F-Taste zum Schießen, glaube ich. Egal, wir sind jetzt auf jeden Fall im Spiel, steht 37:0 für den Gegner, aber ja, was mache ich überhaupt? Und ja, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, ey, ich habe echt keinen Bock mehr auf die ganzen Likes, die ihr mir auf den Videos gibt. Also gebt mir jetzt bitte mal einen Daumen nach unten. Ich will jetzt auch in den Kommentaren mal so richtig fertig gemacht werden. Ich habe echt immer nur positiv, kann ich nicht ab. Macht mich fertig, disst mich, beleidigt mich. Und ein Dislike, ey, das würde mich echt ziemlich freuen. Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA-Spiel. Heute bin ich wieder bei MC, noch nicht im Stimmbruch gewesen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Lasst mir ein Like da. Wir sehen uns dann im nächsten... Nee. Wir sehen uns nie wieder. Ich kann kein Video machen, weil ich noch zu klein bin. So, komm, setzen wir uns jetzt mal an die Videoideen. Also, als letztes hatte ich die Food Champions Rewards und... Ja, Mann, ey, das kam so gut an, aber... Bis die wieder draußen sind, dauert das eine Woche. Ich habe keine Ahnung, was ich in der nächsten Woche machen soll, ey. Was kommt denn gut an? Ach egal, komm, ich prank einfach irgendjemanden und film das dann. Das kommt immer gut an. Oh, meine Güte, ey, ich habe immer noch keine Videoideen. Ah, ich guck mal vielleicht so in YouTube rum, vielleicht fällt mir da irgendwie was ein. Boah, ja, Mann, bei FIFA Germany scheint das total gut zu laufen, so. Das über die Community berichten und so kommt voll gut an. Ich glaube, ich kopiere einfach ihr Konzept und mache das Gleiche. Vielleicht kommt das ja bei mir auch gut an. Grüße gehen raus an Moskiller. So Leute, ich habe jetzt hier einen neuen Merch. Diesen Pullover hier, vorne nichts drauf, hinten auch nichts drauf. Aber hier mit diesen schönen Streifen hier, super gepunktet. Ihr könnt euch auch tarnen. Seht ihr, keiner hat mich gesehen hier unter dieser Decke. Dieser Tarnpullover hier für die deutsche FIFA-Community. Ich habe aber noch mehr. Hier ist mein Zauberschrank. Hier gucke ich, hier seht ihr das. T-Shirts en masse, alle aus meinem Shop. Könnt ihr alle kaufen, hundertprozentig. Hier, sogar mit hübschen Frauen drauf. Alles dabei. Ich habe Skisocken, alles dabei. Ich habe Socken ohne Ende. Socken, gerade ziemlich gehypt hier. Mit den blauen Streifen, exklusiv. Boxershorts ohne Ende hier. Natürlich die gute Naht für euch Abonnenten. Nur das Beste. Weiter geht's dann noch hier mit, hier. Vergleichbar mit Lukas Badeschlappen habe ich natürlich hier noch die super modernen Badeschlappen. Hier in Größe 36 gehören meiner Mutter. Warum sind die in meinem Schrank? Zu jeder Bestellung gibt's dann diese ultra krasse Sonnenbrille dazu, die, glaube ich, eine 3D-Brille ist. Ja, hallo? Ja? Komm, du verarsch mich. Erne von viel FIFA? Alter, ein Traum wird wahr, Alter. Hey, komm, verarsch mich nicht. Ob wir beide ein Video machen wollen? Das ist nicht dein Ernst. Wir beide? Nee. Nee. Nee, darauf habe ich echt keinen Bock. Das nehme ich auch immer für zu Hause mit. Damit könnt ihr euch dann super das Gesicht einschmieren. Mit dabei in meinem super Schminkkoffer natürlich noch hier die Mascara. Die darf nicht fehlen. Also, man schraubt das Ding hier einfach ab und dann sieht man auch schön hier. Die ganze Suppe klebt da schön dran. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Das ist ein ganz, ganz tolles Ding. Seht euch diese Bürsten an, ganz fein. So, und dann müsst ihr einfach in eure Augenbrauen reingehen. Ah, ja gut, jetzt, ah, cool. Das fühlt sich gut an. Also einwandfrei dieses Zeug, das benutze ich immer vor den Videos, um mich für euch hübsch zu machen. Weiter habe ich dann noch in meinem Schminkkästen natürlich Lippenbalsam. Ich rede viel, meine Lippen sind trocken. Hier natürlich mit der schönen Farbe Pink. Also einwandfrei, das muss natürlich schon dabei sein. So, das sieht natürlich schön aus. Muah. Oh Mann, ey. Ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Kanal noch machen soll, ey. Ich kann mich total nicht damit identifizieren und die Videos sind auch alle kindisch und scheiße. Ich habe keinen Bock mehr. Ich sollte am besten meinen Kanal einfach löschen, ey. Komm hier. Die ganzen Erinnerungen, die ganzen Arbeitszeiten, die ich da angesetzt habe. Die ganzen Fans, alles. Egal, das war's. Tschüss, YouTube. Thank you.